Die verdienen mit einer Überweisung. Aber sie haben nichts hergestellt. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Akkordeon. Nichts haben sie hergestellt. Sie haben nur überwiesen. Und dafür kriegen sie so viel Geld. Irgendwann fehlt es woanders. Nun soll er wirklich kommen, der Fiskalpakt. Er soll Stabilität in den Euroraum bringen. Doch auch nach dem EU-Gipfelbeschluss bleiben die Sorgen. Und für die Umsetzung des Fiskalpaktes benötigt die Kanzlerin eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Immer größer wird auch die Rolle der Europäischen Zentralbank. Sie wird immer mehr zum Rettungsanker und wirft Hunderte von Milliarden Euro auf den Bankenmarkt. Das Geld soll eigentlich als Kredite an andere Banken, Unternehmen und Staaten weitergeleitet werden. Doch was passiert? Die Banken bunkern das Geld. Bei der EZB. Die neue Rolle der EZB ist bei Finanzexperten und Politikern umstritten. Und Bundesbankchef Jens Weidmann sieht Gefahren durch den Geldregen heraufziehen. Natalia Bachmeier. Die Gründerjahre der Europäischen Zentralbank. Den Euro stabil halten sollte sie. Für Präsident Jean-Claude Trichet stellte sich damals genau eine Frage. Zinsen rauf oder Zinsen runter? Langweilig, aber gemütlich. Vorbei. Jetzt verleiht die EZB Unsummen. 529 Milliarden Euro, vor ein paar Tagen 489 Milliarden waren es im Dezember. Insgesamt also über eine Billion. Zum Niedrigzins von 1%. Ohne Kontrolle, ohne Gehaltsdeckelung, ohne Transparenz und ohne, dass irgendwelche Bedingungen gestellt werden. Das ist skandalös, wie hier Bankenrettung betrieben wird. Banken und Staatenrettung, denn mit dem neuen billigen Geld werden auch Staatsanleihen gekauft. Besonders italienische und spanische Banken haben ihre Staaten in den letzten Monaten so über Wasser gehalten, schätzen Marktbeobachter. Gefährlich, denn weder den Staaten noch den meisten Banken geht es wirklich gut. Der Schuldenberg wird nicht kleiner durch diese Operation. Insofern wird irgendwann der Tag kommen, an dem die Regierungen dieses Geld zurückzahlen müssen oder die Schulden refinanzieren müssen. Und dann kann es für die Banken, die jetzt diese Anleihen kaufen, kritisch werden. Warum machen Banken sowas? Eigentlich verwalteten sie doch mal Girokonten, gaben Unternehmen Kredite, finanzierten den Häuslebau, betrieben gelegentlich Vermögensberatung. Aber wer will nicht auch mal das ganz große Rad drehen? Die gute Billion EZB-Euro bekommen die Banken, wie gesagt, zum Zins von nur 1%. Die mögliche Rendite dagegen liegt irgendwo zwischen 4% und 6%. Leicht verdientes Geld also. Die Schätzungen schwanken, aber am Ende bleibt wohl ein hoher zweistelliger Milliardengewinn. Die verdienen mit einer Überweisung. Aber sie haben nichts hergestellt. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Akkordeon. Nichts haben sie hergestellt. Sie haben nur überwiesen. Und dafür kriegen sie so viel Geld. Irgendwann fehlt es woanders. Brüssel vor 3 Tagen. Die Staats- und Regierungschefs unterzeichnen den Fiskalpakt, verpflichten sich zu mehr Haushaltsdisziplin. Ein Meilenstein, sagt Angela Merkel. Ein Zeichen, hofft sie, für die Finanzmärkte. Ihre Parteifreunde daheim wissen aber, auf wen es wirklich ankommt. Die EZB kann schnell Entscheidungen treffen. Das hat sie gemacht. Sie hat jetzt eine Menge Geld auf den Markt geschmissen und dadurch auch eine Beruhigung hinbekommen. Das hätten wir als Politik so schnell nicht hinbekommen. Der schicke Neubau der EZB sieht ein bisschen so aus, als könnten seine dramatisch schiefen Türme irgendwann unter der Last der Milliarden einknicken. Egal ob Rettungsschirm, Spargelübde oder Fiskalpakt, nichts wirkt so gut wie eine ordentliche Geldspritze aus Frankfurt. Die verdienen mit einer Überweisung. Aber sie haben nichts hergestellt. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Akkordeon. Nichts haben sie hergestellt. Sie haben nur überwiesen. Und dafür kriegen sie so viel Geld. Irgendwann fehlt es woanders.